was a school of magic rhymes. It prophesied the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark horses came, brought the people endless pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Das ist gut, das ist wirklich gut. Komm schon, Albert, zeig ihm, was du drauf Bitte hast. Bitte nicht so laut, keine Ablenkung. Lass dich vor, Albert. Nicht so langsam. Na los. Wie lange Komm dauert schon. Das denn? Und nun, Ivar, verlierst du dein Schwert. Mehr Bewegung, komm! Na, endlich! Jetzt habe ich dich. Genau da, wo du mich haben wolltest. Hä? Sehr gut, aber diesen Trick kann man nur einmal anwenden. Oder höchstens zweimal. Guter Kampf. Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Der König! Kommt in den Thronsaal, ich muss mit euch reden. Also, wenn es um die Pflaumentörtchen geht, die war nicht da, als ich in der Küche war. Es geht um was Wichtiges. Kommt. Oh, Garrett, dieses Treffen wird euch sicher nicht interessieren. Es wäre mir lieber, ihr bleibt hier und zeigt meinen königlichen Wachen noch einige von euren Kampftechniken. Natürlich. Hör mal, über diese Törtchen reden wir zwei nachher nochmal. Die waren nämlich für mich. Ach, da war Zimt dran, das magst du gar nicht. Bereit? Du fängst an. Nein, ihr beide gleichzeitig. Schneller, Jungs! Ihr seid die Elite-Soldaten des Königs? Mein König, ich wollte Garrett hier nicht dabei haben, weil ich noch nicht davon überzeugt bin, dass man ihm trauen kann. Meint ihr, dass er immer noch für Maeve spioniert? Wir sollten äußerste Vorsicht walten lassen, bis Garrett uns seine Treue bewiesen hat. Garrett sagt, dass er loyal ist. Ich jedenfalls glaube ihm. Ich weiß, ob jemand lügt oder nicht. Na, noch ein Pflaumentörtchen? Ja, du weißt das natürlich, Angus. Wenn Garrett ehrlich ist, müssten wir das in seinen Augen sehen können. Wie oft siehst du ihm denn in die Augen? Mein König, habt ihr meine Vision vergessen? Garrett ist der fünfte Ritter. Solche Visionen darf man nicht unbeachtet lassen. König Konoha, wenn ihr mir als kleinem Druidenlehrling damals nicht die Chance gegeben hättet, mich zu beweisen, so hätten wir nie erfahren, wer der Ritter Draganta ist. Bitte hört auf uns, mein König. Von mir aus, erzählt weiter. Kommt, Jungs, das könnt ihr doch noch besser. Hoffnungslos. Dieses war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Hey, ich dachte, ihr wolltet mich besiegen. Der ist mir zu gut. Passt auf, wo ihr mit dem Ding hinzieht. Wer war das? Ich. Ich werde nicht gern beim Schlafen gestört. Du bist das, Aldin. Hätte ich wissen sollen. Ihr solltet doch bei Deirdre sein. Seid ihr nicht deswegen hier in Kells? Um sie Roan wegzunehmen? Ich weiß, was du meinst. Es war überzeugend, was ihr mir erzählt habt. Vielleicht verdient Garrett doch eine Chance, seine Loyalität zu beweisen. Aber wie? Da gibt es nur einen Weg. Er muss auf die Probe gestellt werden. Von König Finvara von Tir na n'Ok. So wie er es mit uns getan hat. Dann werden wir das tun. Ihr bringt Garrett nach Tir na n'Ok. Wir sind schon gar nicht mehr hier. Nein, nicht ihr alle. Deirdre, du triffst dich mit den Hauptmännern und lässt dir ihre neueste Kampfstrategie zeigen. Euer Ivar hätte ich auch gern dabei. Er hat viel Erfahrung in diesen Dingen. Ach, Rowan, du weißt ja, die kleinen Leute kennen viele Tricks und Garrett war noch niemals dort. Seid vorsichtig. Mhm. Ich schenke ihm ein Pflaumentörtchen, dann ist er friedlich. Kommt, die Hauptmänner warten. Ich war so nah dran.
Garrett stand auf meiner Seite. Und jetzt ist er mir doch noch entwischt. Das sollte euch am wenigsten beunruhigen. Garrett ist der fünfte Ritter. Ist euch klar, was diese Tatsache bedeutet? Es bedeutet, dass ich einem weiteren kleinen Problem gegenüberstehe. Es ist mehr als ein kleines Problem, meine Königin. Es könnte nämlich das Ende eurer Eroberungspläne und noch einen Verlust für die dunklen Mächte bedeuten. Dann müssen wir ihn aufhalten. Finvarra wird Garrett testen, um zu sehen, ob er würdig ist, der fünfte Ritter zu sein. Ja. Vielleicht kommt Garrett aber erst gar nicht so weit. Aber falls doch, hält Maida für ihn eine kleine Überraschung bereit. Das hier ist der einzige Weg nach Tir na n'Og. Man betritt es, indem man die Hand über den Kristall hält. Und dann öffnen sich die Tore zur Unterwelt, nehme ich an. Ja, so ähnlich. Leg deine Hand auf unsere, dann siehst du schon. Ich glaub's nicht. Das ist also das Land der kleinen Leute. Ich habe so viele Geschichten darüber gehört. Tja, wir sind andauernd hier. Da drüben ist ein Irrgarten aus Tunneln und hinter der Mauer da ist ein Raum vollgefüllt mit Gold. Überall findet man hier so kleine Schätze, alles sehr wertvoll. Finvarra und ich haben einen sehr guten Draht zueinander, ich meine... Für dich, junger Mann, immer noch König, Finvarra, ja? Ich hab dir gesagt, du sollst hier unten nichts anfassen. König Finvarra, wir bringen euch... Ja, ich weiß, wen ihr da bringt. Tretet vor! Prinz Garrett von Ragged. Lasst euch einmal ansehen. Ich bin froh, dass ich das hinter mir hab. Ich hab keine Angst vor dem kleinen Mann. Ihr seid gekommen, um euch als würdig zu erweisen, ein mystischer Ritter zu sein, hä? Genau. Was hab ich zu tun? Ich bestehe jeden Test, den ihr mir auferlegt. Oh, Vorsicht. Das werden wir ja bald wissen. Der Test soll beginnen. Er braucht viel Glück. Sehr viel Glück. Nett, dass du mal reinschaust, Bürschchen. Ich habe zwei Fragen. Wo bin ich hier und wie komme ich hier raus? Oh, hat man dir denn etwa gar nichts erklärt? Das ist ein Test. Es ist dein Test, du Dummkopf. Siehst du das da? Das ist die Zwillingsaxt des fünften Ritters. Die könnte dir gehören. Klettere nach oben und hol sie dir, hm? Das ist alles? Das ist alles. Und da erzählen die mir so großartig von einem Test. Ich hab vielleicht vergessen, dir zu sagen, dass es ein kleines Hindernis gibt. Das ist das kleine Hindernis, verstehe. Ein armseliger Geist. Mein Test war viel schwerer. Ah, wartet's nur ab. Der kleine Geist hier ist nicht alles, was zu seinem Test gehört. Geh zurück in deine Welt, wo immer die sein mag. Ah, jetzt kommt ihr zu dritt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Kampf aufgegeben. Das werde ich auch diesmal nicht. Gegen drei wird er verlieren. Wir müssen ihm helfen. Helfen? Garrett hat euch doch nicht um Hilfe gebeten, oder wie? Das hat keinen Sinn. Ich kann euch nicht besiegen. Rowan! Angus! Helft mir! Was ist passiert? Der Test ist vorüber. Durchgefallen.
denn ich habe verloren. Nein, Garrett, ihr habt den Test bestanden. Ihr habt eure Grenzen erkannt und um Hilfe gerufen. Ihr habt euch bescheiden gezeigt. Ihr habt euch die Zwillingsaxt verdient. Wow! Seht euch das an! Die ist wunderbar. Aber wo ist die zweite? Haltet eure Hände nebeneinander. Fantastisch! Die Äxte sind scharf genug, um einen Stein in zwei Hälften zu schlagen. Und durchdrungen von magischen Kräften, hinter die ihr selbst kommen müsst. Was ist mit seiner Rüstung? Das ist etwas, das er sich noch verdienen muss. Die Rüstung ist im Wald der Todesengel versteckt. Im Wald der Todesengel? Der ist doch voller Böse. Was war das? Es ist ganz schön gruselig in diesem Gebüsch hier. Wieso lässt Finn uns nicht unsere Waffen benutzen? Das hat er sich nicht ausgedacht. Das ist Gesetz im Wald der Todesengel. Nur einer, der seine Rüstung sucht, darf seine mystische Waffe benutzen. Ich muss meine Rüstung finden und vor Sonnenuntergang wieder draußen sein. Sonst werden wir alle zu Waldgeistern. Wollte ich schon immer mal sein. Waldgeist? Dann schon lieber Himbeergeist. Wollt ihr nicht lieber zurückgehen? Wir lassen doch einen Freund nicht allein. Passt auf! Machen wir uns doch nicht selber verrückt. Beeilt euch lieber! Garrett muss seine Rüstung vor Einbruch der Nacht haben! Schaffst du das wirklich? Beeilt euch! Irgendwie ist mir das hier zu still. Angus! Lasst mich, ich schaff das schon! Geht weiter und holt die Rüstung! Von dem kleinen Stachelschwein lasse ich mich schon nicht aufhalten! Nun geht schon! Er hat recht, wir haben keine Zeit! Ich komme nach! Wir sind so schnell, es geht wieder da! Sollen wir denn nun noch suchen? Sag noch mal, was Finnbarer erzählt hat. Ein dummes Rätsel. Erst kreuzt du den Pfad, dann kreuzen sich Zweige und kreuzt sich das Holz, so die Rüstung sich zeige. Kreuzen, kreuzen. Kreuzen was? Geh weiter, geh weiter! Du musst dich um deine Rüstung kümmern, schnell! Ich muss mich doch helfen. Als Prinzessin von Kerz befehle ich es dir. Ich komme wieder. Nein! Kreuzt sich das Holz, so die Rüstung sich zeige. Was kann das bedeuten? Und kreuzt sich das Holz. Das Kreuz! Das ist es. Spinnen! Ich hasse Spinnen! Der Wächter! Der ist ja riesig! Ich hoffe, du kommst mit deinem Schätzchen klar. Ich komme gleich und helfe dir. Gut. Oder auch nicht. Da, du Kellerasse. Mein Mundgeruch. Das ist ja unhöflich. Mach Sitz. So, du hirnlose Kakerlake, jetzt bist du dran. Meine Zwillingsaxt, wo ist sie? Da! Und jetzt unterhalte ich mich mal mit dem Wächter. Ich rufe dich, Zwillingsaxt! Und jetzt meine Rüstung.
mächtiger Wald vor mir. Hey, fantastisch. Jetzt muss ich den anderen helfen. Je schwerer sie sind, desto härter fallen sie. So sieht man sich wieder. Wir geben uns gegenseitig Rückendeckung. Gute Idee. Ich verstehe sie nicht, aber es hört sich nicht gut an. Ich glaube, das hieß Angriff. Halt! Garrett, er hat's geschafft. Schluss jetzt, hört auf. Oh, Mann! Oh. Hey, yeah! Ja. Willkommen, Ritter des Waldes. Ich danke euch, dass ihr zu mir gehalten habt. Es wird schon dunkel. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Lasst uns gehen. Wenn wir joggen, dann schaffen wir es bis Sonnenuntergang. Mach du schon mal vor, wir gehen dem Geruch nach. Hat mein Deo versagt? Ein bisschen. Vor wenigen Tagen kam ein Prinz in unser Königreich. Er kam zu uns als ein Außenseiter, aber jetzt kämpft er stolz für Kelts. Und das nicht als gewöhnlicher Krieger. Lasst mich euch vorstellen, den fünften mystischen Ritter, den Ritter des Waldes. Begrüßt mit mir die fünf mystischen Ritter. Es ist erst ein paar Tage her, da war ich stolz und eingebildet. Ich dachte, dass ich allein jeden Krieger und jedes Wesen bezwingen könnte. Jetzt weiß ich, sich auf andere zu verlassen ist kein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Stärke. Meine Freunde, die anderen mystischen Ritter, haben einen besseren, stärkeren Krieger aus mir gemacht, der mit Freude für das Königreich Kelts eintreten wird. Wir fünf werden jeden Tag dafür kämpfen, den Untaten Maves endlich ein Ende zu bereiten. Aber denkt daran, vergesst ja nie Maves magische Kräfte der Zerstörung. Als mystischer Ritter bin ich zum Kampf gegen Maeve stets bereit. Das sind wir alle. Ja!